Liebe Zuschauer, heute machen wir weiter mit Herrn Dr. Peer Eifler, Arzt und Psychotherapeut und christlicher Hirte, direkt aus Kilimandscharien. Lieber Herr Peer, wir haben jetzt schon den vierten Interview in der Interviewreihe und das Interesse ist sehr groß. Es gibt viele Fragen, die Menschen interessieren sich für die Sachen, die du bis jetzt erzählt hast. Und heute machen wir zuerst ein paar Fragen und dann gehen wir zu dem im Anschluss, wenn Sie das noch ausgeht, was noch vom letzten Interview übergeblieben ist. Die erste Frage. Einen schönen Abend oder einen guten Tag in die Schweiz. Dankeschön. Eine Frage wäre, warum hat Jesus mit Religion nichts zu tun? Oder wie würdest du das beschreiben? Hat Jesus mit Religion was zu tun? Also Jesus, der Christus, der auch unser Schöpfer ist und auch unser Erhalter, und das auf der Basis seines Wortes, nämlich das Wort Gottes, der Bibel, wird von vielen Religionen gebraucht. Viele Religionen, also ich spreche jetzt hauptsächlich von christlichen und nicht nur christlichen Religionen, es kommt dieser Jesus oder ein Jesus in fast allen Religionen vor. Und ich meine jetzt nicht nur einen Erlöser, sondern ich meine ganz real diesen Jesus von Nazareth. Der wird im Buddhismus erwähnt, der wird auch im Hinduismus erwähnt, der wird, wie wir wissen, auch im Koran sehr oft Bezug auf ihn genommen. Aber bleiben wir mal bei den christlichen Religionen, da, wie wir gleich schon mal erwähnt haben, es über 40.000 in der Zwischenzeit gibt, die alle in irgendeiner Form sich darauf beziehen. Und die Wahrheit ist, dass Jesus kein Religionsgründer war, sondern ein ganz Gott, ganz Mensch seiender Schöpfer von uns, der in seine Schöpfung kam, wie das die Bibel so wunderbar ausdrückt, und die Finsternis hat ihn nicht erkannt. Das heißt, es ist keine Ansammlung von Zeremonien, keine Ansammlung von Ritualen, keine Weisheitsliteratur oder auch Weisheitslehrer, sondern es geht um die ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Christus ist ja eigentlich ein Titel oder eine Beschreibung. Christus ist das griechische Wort für Messias, Messiah, also der Gesalbte. Das heißt, der war ja die gesamte Zeit im Alten Testament oder im Alten Bund schon angekündigt. Das geht so weit, dass zum Beispiel, sag ich jetzt mal, seit dem 5., 6. vorchristlichen Jahrhundert Bücher Jeremia, Zacharia, auch Maleachi, das letzte Buch, das geschrieben wurde, vor 400 Jahren Schweigen Gottes, bis Jesus geboren wurde, dass eigentlich jedes junge Mädchen, jede Jungfrau in Israel damals gehofft hat, die Mutter des Messias zu werden, weil es gänzlich bekannt war, dass er von einer Frau geboren wird. Ganz Gottvater, also ganz sozusagen, wie sagt man auf Deutsch, in Englisch sagt man sired, also begotten, das heißt, hat gezeugt von Gott, aber eine menschliche Mutter. Diese Realität war bekannt, das war auch eine der vielen Ankündigungen des Messias. Und was ihm wichtig ist, weil du sagst, es geht um die persönliche Beziehung zu ihm. Die Religion ist meistens eine menschengemachte Wiederauflage, Autorität und Machtgewinnmöglichkeit für Menschen, aus dieser spirituellen Wahrheit einen menschlichen Gewinn zu ziehen. Meistens nicht viel mehr. Also es geht um die Beziehung zum Jesus, ne? Es geht um die Beziehung zu Jesus, der der Christus ist, der der Messias ist. Das ist die Übersetzung, der Gesalbte, der lange, lange angekündigt war. In Wirklichkeit das gesamte Alte Testament herauf. Und schon beim Sündenfall, wenn Gott sagt, er wird Feindschaft sehen zwischen
den Samen der Frau und dem Teufel, dann spricht er in Wirklichkeit von Jesus, der dem Teufel zertreten wird, aber von ihm in die Ferse gebissen werden wird. Also schon in Genesis bezieht, also es geht die ganze Zeit hinauf bis hin zu seinem ersten Kommen. Was bedeutet der Gesalbte? Was bedeutet der Gesalbte? Der Gesalbte ist, also das ist ein Wort, wie zum Beispiel auch die Könige, die dann nach den Richtern sozusagen kamen, weil auch die jüdischen Menschen Könige wollten und es ihnen nicht mehr genug war, dass Gott selbst ihr Herrscher ist, weil sie ihn nicht sehen konnten. Und mit Samuel, der erste Richter in diesem Sinne, hat dann eben auch schon Saul und später David gesalbt. Das heißt, es war, ist der Gesalbte, das heißt, der mit der Heiligkeit Gottes bestätigte und erfüllte. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Messias, Amaschia, der eben auf Griechisch einfach Christos, da heißt Salbung, heißt Christus, ist eine Bezeichnung, ist ein Titel. Ja, hast du vielleicht ein Tipp oder eine Idee für die Menschen, die mit Religion nicht unbedingt was zu tun haben wollen, aber eben mit dieser Jesus- oder Christus-Energie, die mehr ist als nur eine Religion? Wie kann man das machen, dass man, wenn man an Jesus denkt, nicht sofort an eine Religion denkt? Ich würde sagen, es ist eine mentale Disziplin, deren man sich bewusst werden muss, dann kann man damit umgehen. Es ist natürlich genauso, wie du sagst, es hat alle diese Kirchen oder fast alle, orthodoxe Kirche, katholische Kirche, leider in den letzten 50 Jahren auch protestantische Kirche, hat da ganz viel dazu beigetragen, dass Menschen grundsätzlich Jesus Christus ablehnen, weil sie fälschlicherweise das mit der Kirche identifizieren. Und diese Kirche ist eine Institution, eine Organisation, aber ist nicht die Beziehungsebene zu Jesus. Das ist eben genau das, was Satan geschaffen hat oder geschafft hat, dass er sogar christliche Kirchen so verändert hat, dass sie in Wirklichkeit die Menschen von der Wahrheit fernhalten, auf den verschiedensten Ebenen. Und da, das muss den Menschen aber bewusst sein, nicht? So wie ich als am Anfang erzählt habe, als Kind, das Wort Gottes, die Bibel, die ich für die Basis der katholischen Kirche hielt, aus dem Fenster geschmissen habe, ohne sie zu kennen. Weil ich dachte, das geht nicht zusammen. Da ist so viel Unlebendigkeit, Unechtes, Zeremonie, keine gelebte Liebe, kein gelebtes Mitgefühl. Aber das hatte mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Genauso ist es mit Jesus. Jesus hat mit der katholischen Kirche, mit der orthodoxen Kirche, mit vielen anderen Kirchen wenig zu tun, außer dass sie seinen Namen eigentlich missbrauchen. Wenn man das aber weiß, dann kann man damit umgehen, dann kann man darüber reflektieren, dann kann man sagen, oh ja, Moment, eigentlich geht es gar nicht, ich lehne gar nicht Jesus ab, ich lehne eigentlich diese Institutionen, diese Organisationen ab, die diese Beziehung in Wirklichkeit missbrauchen. Gut, aber man glaubt ja, dass Jesus Christus eben für die Religion steht, ne? Ja, aber das ist eine falsche Identifikation und eine falsche Identität. Weil das Zentrum, also die Engländer drücken das sehr a point, also sehr klar aus, die sagen Jesus plus nothing. Das heißt, du brauchst nichts außer Jesus. Du brauchst nichts außer der Beziehung zu ihm und eben sein Wort. Nur sein Wort, Logos, ist ja wiederum auch er. Jesus Christus ist ja in Wirklichkeit die Offenbarung Gottes dem Menschen gegenüber. Ist die Wahrheit, die ein ganz wesentlicher Charakter zu Gottes ist. Ist das Leben, nämlich das ewige Leben, ist auch gleichzeitig der Weg. Alle diese Ich-Bin-Worte im Alten, im Neuen Testament bringen das eigentlich ganz klar zum Ausdruck und sind eben die Identität, die er ist. Und seine Identität ist die, die er ist. So wie er sich vorstellt, im Alten Testament beim brennenden Dornbusch zu Moses sagt er, wie Moses ihn fragt, wie soll ich denn den Ägyptern beibringen, wer du bist?
Und wie soll ich den Ältesten des jüdischen Volkes sagen, wer du bist? Und er sagt, ich bin der ich bin. Und alle Worte von Jesus im Neuen Testament mit diesem Ich bin beziehen sich genau darauf. Er ist der König, er ist Sabaoth, er ist nicht nur Jeschua und Immanuel, er ist auch Yahweh. Also das ist ein Bogen, der unbedingt zusammengehört. Und Jesus ist ja auch nicht wegen irgendeines Verbrechens sozusagen von den Juden ausgeliefert worden, sondern buchstäblich wegen seiner Identität, nämlich der Sohn Gottes zu sein, der Erlöser. Und erstaunlicherweise, mir selber ist das passiert, wie ich sozusagen nach 40 Jahren, ich bin ja in einem katholischen Land groß geworden, wollte wie gesagt Priester werden, bin dann lange vorher schon aus der katholischen Kirche ausgetreten und wie die meisten inzwischen wissen, buddhistischer Abt etc. etc. Aber wie ich zurückkehrte nach meiner Bekehrung und begonnen habe, mich mit der Bibel zu beschäftigen, dann sind all diese falschen Indoktrinationen der katholischen Kirche wieder auf mich eingeströmt, ohne dass ich dagegen am Anfang etwas machen konnte. Zum Beispiel, du darfst nur als Priester diverse Dinge tun, du darfst das Abendmahl nicht feiern, was natürlich alles vollkommen falsch ist auf der Basis der Bibel. Es geht immer um diese persönliche Beziehung und niemals darum, wiederum eine Autorität zu schaffen, die zwischen dem Gläubigen, also dem Nachfolger und Jesus selbst steht. Ich denke, dass sich viele schwer tun würden, zum Beispiel jemand, der an Allah glaubt, nicht? Also ein Muslime, dass er dann gleichzeitig irgendwie auch an Jesus glaubt, oder? Naja, der gesamte Islam, der im 6. Jahrhundert entstanden ist, aus einem einerseits schamanistischen Wurzel, nicht? Diese ganze Kaaba, das waren ja sozusagen diese angebeteten, anbetungswürdigen Steine. Und der Mohammed hat ja im Wesentlichen nichts anderes getan, warum auch immer, wahrscheinlich war er beeinflusst schon von der katholischen Kirche und von anderen Dingen, hat ja eigentlich eine Synergie hergestellt zwischen dem, was er aus dem Judentum und aus dem Christentum herausfiltriert hat und diesen schamanistischen Ansatz der damaligen dortigen Nomadenvölker in der heutigen saudi-arabischen Halbinsel. Und der Islam war eigentlich von Anfang an in Wirklichkeit gedacht, gegen diesen Wahnglauben aufzutreten. Und erstaunlicherweise, und ich habe die Erfahrung selber oft gemacht, kannst du jeden Muslim, der ein Stück offen ist, mit dieser bedingungslosen Liebe und der Freude und der Opferung Gottes für uns, damit wir wieder in seine Nähe kommen können, sehr, sehr berühren, weil das kennt er nicht. Allah ist ein vollkommen liebloser, unzuverlässiger, verantwortungsloser und eigentlich auch beziehungsunfähiger Götze. Ich sage es mal sehr klar, provokant, aber ist auf den Punkt gebracht. Sie kennen diese Berührung, sie kennen die Liebe, sie kennen die Fürsorge, die Barmherzigkeit, all diese Dinge kennt der Islam nicht. Aber es ist eigentlich verboten, dass man irgendwie an andere Götter glaubt, oder? Von wem? Naja, in die verschiedenen Religionen, die sagen immer. Ja, natürlich, es ist nicht nur verboten, es wird sozusagen als Frevel gesehen. Und das macht ja auch der wahre, wirkliche Gott, nämlich Jesus im Alten Testament, dass er immer wieder darauf hinweist und die meisten der Konsequenzen und Bestrafungen auch schon im Alten Testament sind ja, weil das jüdische Volk Hurerei, wie das genannt wird, sehr klar mit fremden Götzen treibt. Und darum ist von Anfang an eigentlich versucht Gott, was ihm nicht wirklich gelingt auf lange Zeit gesehen, dieses eine Volk reinzuhalten in der Beziehung mit ihm. Und sie eben von Hurerei, von Götzendienst etc. abzuhalten, weil ja ursprünglich dieses Volk nicht auserwählt wurde, weil es irgendwie besonders oder anders wäre, sondern es war die Entscheidung Gottes. Die waren ja nicht in irgendeiner Form besonders befähigt oder besonders sozusagen liebenswert, sondern er hat sich für sie entschieden. Das geht auf Abraham zurück. Das geht auf Abraham zurück, der
eben eigentlich eine der Glaubensgrößen ist, der Gott vertraut hat und sich ihm ganz übergeben hat. Und Gott ihm damals schon versprochen hat, dass er in ihm alle Nationen, alle Völker heiligen wird. Also auch die nicht-jüdischen Völker, ist ganz klar. Darauf geht eigentlich die Beziehung zurück. Darum spricht man ja auch von diesen Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Israel ist dasselbe. Jakob ist dann Israel. Und diese Auserwählung beruht genau darauf, auf der Verlässlichkeit und den Versprechen Gottes. Und es war eigentlich dieses Volk schon von Anfang an vorgesehen, dass sie sozusagen diese persönliche gelebte Beziehung zu Gott den anderen Völkern so schmackhaft machen, dass die das Gleiche wollen. Nur das ist nur ganz, ganz selten passiert. Meistens war es umgekehrt, dass sozusagen die Götzen und die Rituale und diese Verehrung anderer Götter nach Israel und Juda eingedrungen sind. Das ist ja genau der Punkt, warum es immer wieder nötig war, zu Reinigungen in diesem Volk, darunter fällen, wo Gott dann sozusagen die anderen Völker, die Assyrer beim Nordreich, die Babylonier beim Südreich, dazu verwendet hat, um wieder eine Reinigung und eine Rückbesinnung in diesen Menschen zu veranlassen. Jetzt eine andere Frage. Wie ist es mit der Taufe? Warum? Warum nicht? Die Taufe ist eines der beiden Dinge, die Jesus selbst eingesetzt hat. Jesus selbst hat an sogenannten Sakramenten eigentlich nur die Taufe und das Abendmahl eingesetzt. Die Taufe ist letztendlich nicht, ist keine Voraussetzung für das Heil. Die Voraussetzung für das Heil ist die Annahme von Jesus als Herr und König und eben, dass er der Messias ist, so wie das in Matthäus 16, 16 steht, was von der katholischen Kirche vollkommen falsch interpretiert ist, weil sie bewusst oder unbewusst, ich nehme an, bewusst missbräuchlich nicht griechisch können. Also, wo eigentlich Jesus den Petrus fragt, wofür ihn die Menschen halten. Und Petrus gibt ihm diese wunderbare, ganz klare Antwort, dass er, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Erkenntnis, auf die Jesus seine Kirche bauen wird. Nicht auf den Menschen Petrus, sondern auf die Erkenntnis, dass er der Messias, der angekündigte Messias ist. Das ist die Heilsgewissheit. Wenn du das tust, bist du gerettet. Und die Taufe ist eine, sozusagen ein Beweis oder ein Zugeständnis oder eigentlich ein Zeugnis an die Welt, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Und du wirst in der Taufe mit ihm in seine Kreuzigung, in sein Besiegen des Todes und des Teufels und vor allem in seine Auferstehung mit hineingetauft. Ja, also du nimmst sozusagen dadurch, dass du ihn annimmst, im Herzen es weißt und mit den Lippen bekennst, dass er der Messias ist, wirst du in seinen Kreuzestod und in seine Wiederauferstehung mit hineingenommen und bist daher gerettet. Das ist das, was Jesus selbst dem Nikodemus zum Beispiel in Johannes 4 beschreibt und es bezeichnet als eine Wiedergeburt von oben. Das heißt, Das ist durch die keine Taufe, Reinkarnation. durch die Taufe ist man automatisch, hat man sich dazu bekennt. Nein, es ist umgekehrt. Du erkennst dieses Bekenntnis, was Petrus hier ausdrückt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, dass er unser Messias ist. Und dann als Bestätigung zur Welt sozusagen und auch aus diesem inneren Antrieb, zu ihm gehören zu wollen und es auch zu zeigen, wie bei einer Heirat, wo der Bräutigam Ja zur Braut und die Braut Ja zum Bräutigam vor der Gesellschaft sagt,
Also dieses Bekenntnis ist ja dann dein Anliegen, das möchtest du ja. Aber es ist nicht eine sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass du gerettet bist, die Taufe. Es ist wie ein äußeres Zeichen. Was wäre dann der nächste Schritt? Naja, das eine ist die Taufe, damit bist du gerettet. Ein für alle Mal. Und der nächste Schritt, der dann sozusagen aber auch wiederum freiwillig sein muss, darum ist ja auch eine Taufe freiwillig und bewusst. Darum ist die Kindestaufe ja über viele, also eine sehr kontroversielle Geschichte, dass bei Kindern, besonders Säuglinge, nicht sehr viel an Freiwilligkeit und Bewusstheit mitbringen. Aber ich würde sagen, es ist nicht schlecht, es zu tun. Es bringt sozusagen dieses Kindchen in der Familie in die Segenskraft des wahren Gottes. Es ist mehr ein Schutz, aber es ist keine wirkliche Taufe im Sinne eines Zeugnisses, zu Jesus zu gehören, weil dieses Kind einfach dieses Bewusstsein und auch die Willenskraft noch nicht hat. Das ist der wesentliche Punkt. Und der nächste Schritt, den du gefragt hast, der möglich ist, ist eine Nachfolgeschaft. Also wenn du gerettet bist, dann bist du sicher, dass du das ewige Leben hast. Und das ist ganz wesentlich, diese Heilsgewissheit, so nennt sich das, sicher zu sein, dass ich gerettet bin, das findest du in der Bibel. Das findest du zum Beispiel nicht im Katholizismus. Die Katholiken sind sich dieser Sicherheit nie sicher. Die haben keine Heilsgewissheit. Die bleiben bis zum Schluss unsicher. Habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft, etc. Ne? Das ist menschengemachte Abhängigkeit. Deswegen sind sie von der Kirche abhängig und deswegen muss man auch noch, was im Katholizismus üblich war und ist, auch für Tote noch bezahlen, für irgendwelche Messen, für das Fegefeuer, das es natürlich nicht gibt, etc. Also es entsteht diese Abhängigkeit immer durch diese Intermediation, wo sich ein Mensch und eine menschengemachte Autorität wieder zwischen Jesus und das Individuum schiebt. Okay, der erste Schritt also ist die Taufe am besten, wenn man erwachsen ist oder wenn man bewusst ist. Ja. Eventuell wiederholen und der Aber nein, der erste Schritt ist eben die Annahme von Jesus als deinen Messias, als deinen Herrn und König. Das ist eine innere Entscheidung. Das kannst du machen alleine, besser mit einem anderen oder einigen anderen. Das ist die sogenannte Lebensübergabe. Dadurch entsteht auf der geistlichen Ebene deine Wiedergeburt, nicht zu verwechseln mit Reinkarnation, sondern was da gemeint ist, Anothen steht dort im Originaltext von Jesus, der das Nikodemus erklärt. Das heißt, du wirst sozusagen in die Familie Gottes hineingeboren. Und auch der Erbe dieser Erbschaft. Das ist eine vollkommen andere Identität. Das meint Jesus, wie er dem Nikodemus das erklärt. Und der Nikodemus war einer der Sanhedrin, das heißt einer der obersten Lehrer der Juden damals. Und Jesus fragt ihn ein bisschen vorwitzig oder sagen wir mal provokant, und du bist ein Lehrer der Juden und weißt es nicht? Und bezieht sich da natürlich auf das Alte Testament, wo das längst angekündigt ist, dass er uns ein neues Herz geben wird, ein fleischernes Herz, dass er uns dieses Gewissen in unsere Herzen schreiben wird. Das ist angekündigt und der Nikodemus hat das offensichtlich nicht zusammengesehen. Das ist die Basis deiner Lebensübergabe, dass du jetzt in die Familie Gottes hineingeboren wirst, mit allen Rechten, wozu eben auch ewiges Leben gehört. Und das äußere Zeichen davon ist die Taufe. Und dann geht es weiter in die Nachfolgeschaft. Wenn du dann sozusagen Jesus nachfolgen willst, dann wirst du mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt werden, wozu die Bibel eigentlich ein wunderschönes Wort, nämlich Heiligung, verwendet. Das heißt, du wirst mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Das ist ein Prozess. Das ist nicht ein einmaliges Ding, es ist ein Prozess, der immer, immer weitergeht. Das griechische Wort ist Hagiasmos. Das heißt, wir werden mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Und das ist auch gleichzeitig die Richtung, das ist das Ziel. Deswegen heißt Hamartia auf Griechisch die Sünde,
eigentlich Zielverfehlung. Das heißt, ich verfehle das Ziel, vielleicht in bester Absicht und trotzdem total daneben. Aber das Bullseye, sozusagen der, wie sagt man auf Deutsch, das, der 100-Punkte-Zentrum dieser Scheibe, das ist Jesus. Und zwar immer, auf allen Ebenen. Okay, indem man die Bibel liest, oder wie folgt man danach? Indem man sein Leben eben ihm übergibt und ihm nachfolgt. Das heißt, indem man seine Worte aufnimmt. Dazu braucht es die Bibel. Ohne die Bibel aufzunehmen, zu lesen, geht's nicht. Das ist ja das, was er meint. Aber es gibt ja auch schon so viele verschiedene Bibelauflagen. Man muss, ist es egal, welche man liest, oder sollte man da auch noch ein bisschen? Überhaupt nicht egal. Da beginnt eben sozusagen die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ja das Geschenk von Jesus. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist, das ist sehr provokant ausgedrückt, ist eigentlich, dass der Heilige Geist auf Erden in dieser Form wirkt, der von Jesus angekündigt wird als Parakletos, als der Beistand, wo er sehr klar sagt, wenn ich nicht gehe, kann er nicht kommen. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten, und zwar zu dem ersten Pfingsten im Jahr 33 und ist bei uns bis zur Entrückung. Das ist dann, wenn Jesus, die ihm nachfolgen, zu sich in die Wolken holt, beschrieben im ersten und zweiten Thessalonicher Brief, sehr klar. In dieser Zeit der sogenannten Gemeinde, in der wir jetzt leben, ist der Heilige Geist für uns da. Dafür, dass er uns immer wieder auf Jesus ausrichtet, was die peinliche Kehrseite der Medaille ist, dass er uns von unseren eigenen Sünden und Unzulänglichkeiten überführt. Das gehört dazu. Sonst könnten wir sozusagen nicht geheiligt werden und deswegen quasi hinter Jesus an seinem Rockzipfel in die Nähe des Vaters wiederkommen. Das ist ja das, was wir wollen. Das ist ja das, was unsere Sehnsucht ist. Das ist in Wirklichkeit die Erfüllung aller Sehnsüchte. Aber das ging eben nicht, bevor Jesus am Kreuz für uns sein Leben gab und, das ist ja quasi die Golddeckelung, wieder auferstand. Damit hat er ja Tod, Teufel, Sünde, Krankheit, Leid ein für alle Mal besiegt. Wenn du das annimmst, kannst du wieder zum Vater. Gut, wir sehen also, es gibt verschiedene Bibeln, und die eine ist vielleicht. Nein, es gibt. Nein, das ist ganz wesentlich. Es gibt nicht verschiedene Bibeln. Du musst dir vorstellen, die Bibel ist mit Abstand das am best dokumentierteste von außer- und innerbiblischen Quellen Werk der Antike. Also ein Homer, ein Aristoteles, ein Platon, ein Cäsar, ein Ovid, wer auch immer, kommt nicht annähernd an die Kredibilität und die nachgewiesene Eindeutigkeit in der Literatur heran. Da gibt es vielleicht vier, fünf, sechs Kopien. Bei der Bibel sprechen wir von einigen tausend. Und da gibt es einige Quellen, aber das sind im Wesentlichen zusammengefasste Quellen, die über die Jahrhunderte herauf sich herauskristallisiert haben, natürlich unter Gottes Führung. Und dieses sogenannte Konzil, was immer wieder zitiert wird im dritten Jahrhundert, war nicht ein inspiriertes Konzil, inspiriert heißt vom Geist inspiriert, also war nicht ein inspiriertes Konzil, das entschieden hat, welche Bücher der Bibel inspiriert sind und welche nicht, sondern sie haben schon sich über zwei, drei Jahrhunderte als inspiriert nährende Bücher sich schon herausgestellt haben. Das haben sie bestätigt. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und die Bibel wurde nie manipuliert. Was wäre denn das für ein Gott, auch nebenbei bemerkt, der nicht imstande ist, sein Werk, seine Betriebsanleitung, seinen Referenzpunkt für sein Geschöpf, und zwar den einzigen, unverfälscht und reinzuhalten? Und es gibt verschiedene Übersetzungen der Bibeln, es gibt verschiedene Übersetzungen der Bibel, es gibt verschiedene auch Editionen, wie sagt man, also Auflagen. Und ich würde jedem empfehlen, was jetzt den deutschen Sprachraum betrifft, sind die Elberfelder ist leider, die ist zwar sehr gerne gewählt,
Aber da merkt man schon von Anfang an in Wirklichkeit, das habe ich selber erst auch entdeckt, mit Hilfe von zum Beispiel dem Jakob Czanke, der das auch entdeckt hat, einer der wenigen Pastoren in Deutschland, der sehr kritisch ist, auch in dieser unmöglichen Corona-Zeit. Auf jeden Fall, die Elberfelder ist schon in ihren Anfängen von der sogenannten liberalen Theologie verwässert. Ende des 19. Jahrhunderts. Die Schlachter ist ziemlich gut. Die versucht, einen Mittelweg zu gehen zwischen Elberfelder und der Luther-Ausgabe, was die deutsche Sprache betrifft. Die Elberfelder ist nämlich ziemlich, sage ich mal, holprig, weil sie versucht, das Griechische und das Hebräisch-Aramäische eins zu eins zu übersetzen. Und ich empfehle die Luther, also die neue Luther, die natürlich auf die ursprüngliche Ausgabe von Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts zurückgeht, aber da eine Ausgabe, die unbedingt vor 2012 liegt. Ab 2012 sind all diese Bibeln neusprachlich verwässert. Da ist die Kraft weg. Da geht es immer um Toleranz, um Angepasstsein, bloß niemanden zu beleidigen. Das hat dort auch fürchterlichen Einzug gehalten. Und alles, was älter ist, also vor 2012. Gut, lieber Peer, liebe Zuschauer, wir sind wieder mal am Ende der Sendung. Einige Fragen sind noch offen. Die Antworten auf die Fragen sind extrem spannend, darum kann ich nicht so häufig unterbrechen und dann die nächste Frage stellen. Lieber Peer, wenn du einverstanden bist, machen wir vielleicht noch eine nächste Folge, wo wir noch ein paar Sachen klären können und einen schönen Abschluss machen. Sehr gern. Wir können auch gerne noch eine zweite Sendung über Fragen und Anschluss an die letzte machen. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in diesem Fall. Amen. Alles Liebe und Gottes Segen von Transkilimanjarien.